Am 2. Juli gibt wieder das Händel-Orchester Mannheim sein vielbeachtetes Benefizkonzert in der Wendelinuskapelle in Essingen. Seit vielen Jahren ist dieses Orchester mit der Kapelle und dem Heimatverein unter dem Vorsitz von Wilfried Schweigart freundschaftlich verbunden. Viele Benefizkonzerte zur Erhaltung der Wendelinuskapelle fanden bereits in den altehrwürdigen Räumen statt. Sie ist ein besonderes Baudenkmal für unsere engere Heimat. Bereits um das Jahr 1000 wird sie in Urkunden des Klosters Weißenburg als Oberessinger Kirche erwähnt. Weil die Wendelinuskapelle nicht wie geplant vergrößert wurde, sind die wertvollen Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Die heutige Wendelinuskapelle ging aus der ursprünglich als Filialkirche von Niederessingen errichteten Kirche von Oberessingen hervor. In Essingen sind nur sehr wenige Baudenkmäler aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg erhalten geblieben. Insofern ist die heutige Wendelinuskapelle mit ihrer Bausubstanz aus dem 13. bis 15. Jahrhundert ein wichtiger Zeitzeuge der Essinger Geschichte. In der Zwischenzeit hatte durch den Lehnsherrn Kurpfalz die Reformation in dem Dorf Eingang gefunden, was sich auf die Innengestaltung des Gotteshauses auswirkte. Die Liturgievorstellungen der neuen Lehre ließen sich nicht mit der Ausmalung der Wände vereinbaren und so ordnete die landesherrliche Regierung an, die Wandmalereien zu übertünchen. Erst ein Menschenalter später gab sich ein junger Lehrer mit dem gefundenen, aber längst wieder vergessenen Rankenwerk nicht mehr zufrieden und versuchte, auf eigene Faust die Malschicht freizulegen. Die Presse würdigte gebührend diese Neuentdeckung und nunmehr wurde auch das Amt für Denkmalpflege in Speyer aktiv und ließ die Malereien im Chor fachgerecht von Restaurator Otto Schulz aus Herxheim völlig freilegen und sichern. Auf Bitten von Einheimischen zeigte der Verfasser dieser Texte, Wilfried Schweigart, ein 2 Wochenenden bei Führungen von Interessierten aus Essingen und Umgebung den ideellen Wert des Kleinodes. In Essingen selbst fand sich ein Kreis von Männern und Frauen, die einen Verein gründeten, der sich die würdige Herstellung des Bauwerkes zur Herzensangelegenheit machte und sich auch um die Finanzierung bemühte. Ein Teil dieser Bemühungen stellt das jährlich stattfindende Benefizkonzert des Händel-Orchesters Mannheim dar. Es dient der Erhaltung und weiteren Restaurierung der Wendelinuskapelle und sowohl der Verein als auch sein Vorsitzender Wilfried Schweigart würden sich sehr freuen, gerade Sie und Ihre Freunde als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Kommen Sie und genießen Sie das Händel-Orchester Mannheim!